Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal. Finde den Wütenden. Finde mich. Und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Norwegen, aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bemooste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Ich darf hier nicht erwischt werden. Wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune fehlen Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dag. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Sieht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken.
Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es dort denn sowas wie Reichtümer? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Doug. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Na los, haltet die Boote an. Legt da drüben an. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager aus lösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? So was in der Art. Diesen Wachen entgeht nichts. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Thank you.
Erledigt. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg. Elbor, zurück zum Schiff. Was da? Alles keine weiteren Überraschungen. Lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, leicht davon. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Doug und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Doug, Eivor, zu mir! Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Erledigen wir sie! Töten die heidnischen Hunde! Was bekommt, was du wolltest, Doug? Ihr hattet Gelegenheit, umzukehren und habt sie bestreichen lassen. Huh?
mir alle. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Hier ist alles sicher. Was meinst du, Liebling? Ja, nichts zu sehen. Eivor, sieh dir das an. Eine Falle. Vielleicht ist da drin etwas. Ich sehe nach. Halt! Wer bist du? Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, Dag, hierher! Die Männer hielten Gefangene. Los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnars sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag.
Es steht euch frei zu gehen, aber ihr wärt mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Ich habe hier ein gutes Gefühl. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Dein innerer Poet hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen, Teile von alten Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut.
Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben.